Guten Tag, meine Damen und Herren. Ist die Rallye im DAX noch intakt oder sollte man lieber vorsichtiger sein? Darüber spreche ich jetzt mit Arnusch Willems von der Commerzbank. Herr Willem, wir Deutschen gelten ja ganz gerne als ein Volk der Skeptiker. Aber ist jetzt nicht Skepsis langsam wirklich angebracht? Ja, also das Gesicht hat im Prinzip in diesem Fall zwei Seiten. Beziehungsweise, wenn man sich den DAX genauer anschaut, dann sieht man tatsächlich erste Zeit auf Allzeithochniveau. Die Analysten der Commerzbank, die sagen, bis Ende des Jahres halten Sie an Ihrem Ziel fest. Das waren 8.800 DAX-Punkte. Das heißt, da liegen wir zurzeit etwas drüber. Aber nichtsdestotrotz sagen Sie auch, kurzfristig gibt es noch Potenzial für weitere Kurssteigerungen. Aber grundsätzlich halten Sie an Ihrem Ziel fest. Des Weiteren für nächstes Jahr, da sagen Sie, rutscht sogar die Marke von 10.000 Punkten in die Nähe. Also Sie sind tendenziell positiv fürs nächste Jahr. Was man dabei nicht vergessen darf, wenn man sich beispielsweise den Dow Jones anschaut, dann ist das ein Kursindex. Das heißt, der rechnet die Dividenden nicht mit ein. Der DAX, der rechnet aber die Dividenden mit ein, deswegen hat er einen Vorteil. Rechnet man diesen Vorteil raus, dann ist der DAX immer noch nicht auf Allzeithochniveau. Nämlich dann liegt er noch unterhalb der Marke, die 2000 aufgestellt wurde, nämlich von rund 6000 Indexpunkten. Das heißt also, der um die Dividenden bereinigte DAX, der ist noch nicht auf Allzeithochniveau. Der DAX mit Dividenden allerdings schon. Was sind denn die Faktoren, die den Markt nachhaltig stützen? Ja, also vor allen Dingen die Notenbankpolitik, die stützt den Aktienmarkt. Aktien, das sind Sachwerte, das heißt, sie profitieren von dem niedrigen Zinsniveau, von den Anleihenrückkäufen der Notenbanken. Und man sieht auch, wie stark das Gewicht der Notenbanken in diesem Fall ist. Das heißt, wenn sich beispielsweise Ben Bernanke äußert zum weiteren Verlauf der Politik der US-Notenbank, dann bewegt das die Aktienmärkte doch immer sehr stark. Das heißt also, das Umfeld ist zum einen gut, aber natürlich die Unternehmen, die machen Gewinne und das nicht ganz schlecht. Und das bedeutet natürlich immer für die Börsianer, Aktienkurse gehen nach oben. Die Anleger, die jetzt den Markt beobachten, wie skeptisch sind denn Ihre Anleger und vor allen Dingen, wie verhalten sie sich? Ja, also die Anleger, insbesondere die im Zertifikatebereich unterwegs sind, die sind ziemlich optimistisch nach wie vor, aber es kehrt auch ein bisschen Vorsicht ein. Also ganz im Gegensatz zur Fondsbranche, die weiterhin Rückgänge bei den Aktienfonds verzeichnet, ist es im Zertifikatebereich anders. Da setzen die Anleger klar auf aktienbezogene Produkte und ziehen sich eher aus Zinsprodukten zurück. Und da sieht man ganz klar einen deutlichen Trend, und zwar sie gehen mit dem Risiko etwas runter. Bei Zertifikaten ist ja der Vorteil, man muss nicht immer volles Aktienkursrisiko gehen, sondern auch etwas weniger. Und da sieht man klare Trends, dass die Anleger hier aktienbezogene Produkte kaufen, aber immer mit ein bisschen weniger Risiko als im Aktienmarkt selber. Jetzt sind es ja nicht mehr allzu lange hin oder punktemäßig bis zu 10.000 Punkten. Schöne runde Marke. Erstmalig werden wir dann auch tatsächlich fünfstellig. Wenn ich mich jetzt festlege, zum Beispiel sage, bis zum Ende des Jahres 2014, also in einem Jahr, dann nehmen wir auf jeden Fall diese 10.000 aus dem Markt. Was muss ich tun, um mir hier ein entsprechendes Produkt zu sichern, um auch da vielleicht gehebelt dann zu partizipieren? Ja, also was wir von der Commerzbank gemacht haben, wir haben jetzt neue Produkte auf den Markt gebracht, sogenannte HIT-Optionsscheine. HIT steht dafür, dass eine Schwelle gehittet werden muss. Und eben, wir haben auf den DAX HIT-Optionsscheine gebracht mit der Marke von 10.000 Punkten. Denn diese Marke ist tatsächlich, so erwarten es die Experten, eine wichtige psychologische Marke. Und die Analysten der Commerzbank haben ja nicht ausgeschlossen, dass eventuell nächstes Jahr diese Marke erreicht werden kann. Und was ist jetzt bei diesem HIT-Optionsschein die Besonderheit? Ja, eben wenn diese Schwelle von 10.000 DAX-Punkten berührt wird, dann bekomme ich bei diesem HIT-Optionsschein 10 Euro ausgezahlt. Also hier kann ich im Prinzip deutlich bessere Renditen erzielen, als wenn ich einfach nur auf den DAX setzen würde. Dafür sind natürlich die Risiken auch etwas höher. Rendite, Risiko müssen wir beides sprechen. Wenn ich jetzt mir diese 10 Euro sichern möchte, was muss ich investieren? Ja, also in diesem Fall bei dem DAX-Optionsschein, HIT-Optionsschein, der noch bis Ende nächsten Jahres läuft, ist der Preis aktuell bei ungefähr 7,20 Euro. Also nochmal vergegenwärtigen, ich bekomme am Ende der Laufzeit, beziehungsweise wenn während der Laufzeit die 10.000 Punkte DAX-Marke fällt, dann bekomme ich 10 Euro ausgezahlt. Das heißt, meine Rendite ist hier genau die Differenz zwischen den 7,20 Euro und den 10 Euro, bleiben also 2,80 Euro. Auf 7 Euro Kapitaleinsatz gerechnet ist das eine sehr, sehr ordentliche Rendite. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, der DAX muss auch diese 10.000 Punkte Marke knacken. Wenn er das nämlich eben nicht schafft, dann verfällt der Optionsschein wertlos. Das heißt also, hier ist ein sogenanntes digitales Auszahlungsprofil. Entweder ich bekomme 0 Euro oder 10 Euro. Und das hängt ganz davon ab, was der DAX in dieser Laufzeit macht.
Und ich kann ja solche Optionsscheine auch mal ganz gerne erhandeln. Während der Laufzeit, welchen Schwankungen unterliegt der erfahrungsgemäß? Ja, so diese Hit-Optionsscheine, die setzen sich etwas ab von klassischen Optionsscheinen, weil hier ist ganz klar entscheidend für das Pricing, für den aktuellen Preis des Optionsscheins, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 10.000-Punkte-Marke erreichen. Und da kann man so eine Faustregel nehmen. Dieser Schein kostet etwa 7,20 Euro. Das heißt, die Chance, dass wir bis Ende 2014, und das ist reine Finanzmathematik, das hat nichts damit zu tun, dass die Analysten irgendwas erwarten, wie wahrscheinlich ist es, dass wir die 10.000 Punkte erreichen? Und da kann man rund sagen, 70% ist die Wahrscheinlichkeit. Wir haben diesen Hit-Optionsschein beispielsweise auch noch mit Laufzeit Ende 2013, also Ende dieses Jahres. Und wenn man sich den genauer anschaut, dann sieht man, dass der nur 1,50 Euro kostet. Das heißt, da ist nur die Wahrscheinlichkeit von 15% gegeben, dass wir bis Ende dieses Jahres 10.000 Punkte sehen. Also das heißt, das kann man sich so pauschal merken. Diese Wahrscheinlichkeit von 70% bis Ende nächsten Jahres hängt tatsächlich damit zusammen, wie der DAX schwankt. Und das fließt natürlich in den Preis von diesem Hit-Optionsschein mit ein. Und natürlich an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, es ist ein Papier der Commerzbank und Anusch Willems ist Mitarbeiter der Commerzbank. Ein digitales Auszahlungsprofil, da habe ich wieder mal was gelernt. Dankeschön, Herr Willems. Gerne, Herr Kost. Ja, meine Damen und Herren, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über die Optionsscheine der Commerzbank bzw. digitale Auszahlungsprofile, dann schauen Sie vielleicht noch mal rein. Im Internet unter drf.fm finden Sie alle Beiträge.